Ich hab hier was für dich, Mister, Mister... Mister Superhirn? Gib schon her. Gehört das nicht jemandem? Ja, Red Edison. Aha. Tut mir leid, aber der Mann hat keine Ahnung. Ein leichtes, stabiles Gewebe wie dieses im Keller verkommen zu lassen. Wenn ich damit fertig bin, wird es fliegen. Eureka! Der Allwetter Frank O'Copter fertig, um Geschichte zu machen. Frank O'Copter. Ja, der Mann hatte noch Ideen. Nein, da kommt nichts. Also, was soll ich beleuchten? Zum letzten Mal. Du sollst überhaupt nichts beleuchten. Schubs ihn einfach. Die ganze Zeit? Wie komme ich denn nach da oben? Hör mal, warte einfach darauf, dass ich jetzt sage. Dann schubst du den Drachen in die Luft. Verstanden? Das klingt kompliziert. Alles klar, Lasagne. Hoffentlich. Jetzt! Yippie! Sieh ihn dir an! Alles, was jetzt noch fehlt! Ah! Oh. Also, was passierte, nachdem ich ohnmächtig wurde? Nun, nachdem der Blitz den Drachen getroffen hatte, stürzte er runter auf deinen Kopf. Der Blitz? Nein, der Drachen. Mist! Was meinst du, sollten wir machen? Ich würde in mein Labor gehen und alles nochmal überdenken. Die Idee könnte von mir stammen. Diesen Satz musstest du auch schon sehr oft in deinem Leben sagen, oder? Nee, ich war immer der, der ihn zu hören gekriegt hat. Weil ich immer die gute Ideen hatte. Ist ja schon immer einsame Spitze. So, die Zähne. Rote Frau. Ich will nicht. Ach, hey. Mir vielleicht fällt dir irgendwie noch ein Gegenstand, den ich da rumschicken muss, während ich die hübsche Mumie anpinsel. Brauche ich nicht noch irgendwie ein Seil oder so? Das ist auch um den guten Dr. Fred rumgebunden, das Seil. Ach ja, genau. Ach, du weißt doch gar nicht. Ted ist rot und Ted ist tot. Hast du schon mal den Vorgänger gespielt? Angespielt, aber durch bin ich nicht. Habt ihr das gehört? Es scheint nicht aufzugehen. Scheint ziemlich stark zu sein. So, jetzt muss ich den noch da an das Seil dran binden. Richtig. Mensch, wenn ich dich nie hätte. Ja, es ist meistens so, dass man die Sachen, die man hochziehen will, vorher irgendwo festbinden muss. Meistens an ein Seil. Aber nicht so, wie es jetzt gemacht wird, wenn es sich um Lebewesen handelt. Obwohl, naja. Ihr wisst schon, was ich meine. Kommt drauf an, was man mit diesem Lebewesen vorhat. Soll das irgendeine Anspielung sein?
Nein, wieso? Ja. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. So schlimm ausgegangen, oder? Ja, hätte schlimmer kommen können. Popo-Tentakel, Mann des Jahres. Bitte nicht auf Mann. Muss ein ziemlich schlappes Jahr gewesen sein. Yep. Ich hab schon noch keinen Robert Parkinson. Tab mit Dr. Fred. Ich dachte, da war etwas. Alles in Ordnung da drin? Versuch einfach leise zu sein, okay? Dr. Fred? Schläft wohl noch. Ist er schon an dem... So, kommt das nur mir so vor oder sieht dieses Bild hier so aus wie der Undertaker? Ich glaube, das kommt dir so vor. Ich glaube nicht. Das ist ziemlich interessant. Ein rückläufiger doppelter Überläufer für fantastische... Nö, den Fehler mache ich nicht noch einmal. Genau. Jetzt springen wir von der anderen Seite ran. Sie okay? Dr. Fred, ich bringe ihn besser ins Labor. Tja, jetzt habe ich ihn hier, aber er ist bewusstlos. Ja, was können wir da wohl machen? Kaffee! Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Lieber nicht, mein Pfadfinderleiter hat mich davor gewarnt. Diesmal bei den richtigen. So, Alter. Nein, ich mag es, wie es ist. So. Was wird passieren, wenn ich in den falschen Kaffee reinschütte? Ist dann Game Over? Er ist doch schon ohnmächtig. Noch mehr davon bringt ihn um. Aber man kann es ja mal probieren. Oh oh. Okay, ich glaube, es hat nichts genutzt. Aber zumindest lebt er noch, oder? Wow, was geht jetzt ab? Der geht ab wie das Tentakel. Verdammt guter Kaffee! Hell yeah! So, ja, den Vertrag will er ja noch nicht unterzeichnen. Ich könnte, glaube ich, mal hier so langsam weitermachen, oder? Doch, du kannst ihm den Vertrag schon in die Hand drücken. Du musst nur sagen, dass du die Petition oder sonst was machen willst. Stimmt. Ich habe hier einen Vertrag zum Unterschreiben, Doktor. Gestern vor. Tut mir leid! Ich unterschreibe nichts, Monaten. Was ich nicht gelesen habe. 5 Jahren. Vergiss es. Ich werde mich selbst um Purpur kümmern. Oh ja? Wie? Ich
eine Petition zu verbannen. Ich starte eine Petition zur Verbannung aller Tentakel. Das habe ich gerade gesagt. Prima! Wo soll ich unterschreiben? Genau hier. Nun, viel Glück! So. Die Gruppe aus dem ersten Teil soll hiermit bekannt sein als ein verrücktes Genie. Jetzt kann ich auch mal hier weitermachen, oder?